Ja, und somit ein recht herzliches Hallo zu MotoGP 16, Valentino Rossi The Game. Ja, 17er steht natürlich schon vor der Tür, aber solange es noch nicht da ist, fahren wir hier weiter natürlich. Ja, in Le Mans, unsere Saison mit den 35% Rennlänge hier weiter geht's im LCR-Team. 100% Rennen für alle, die 100% gut gefallen. Machen wir spätestens dann wieder beim Grand Prix Wochenende ein 100% Rennen. Wenn ich es irgendwie hinkriege, vielleicht sogar wieder im Livestream. Müssen wir dann schauen, wann ich da, wie ich da Zeit habe. So, jetzt gehen wir mal hier weiter auf jeden Fall und fahren unser Standardrennen mal. Mal schauen, ob wir mit der Karriere vielleicht auch zwischendurch einmal ein 100er einstreuen. Was sagt ihr da dazu? Hallo und willkommen zu Hättest da mal Lust, wenn es einmal passt. Meisterschaft in Le Mans. Die Vorbereitungen für das MotoGP-Rennen sind abgeschlossen. Die Fahrer werden nun bald ihre Startpositionen einnehmen, damit der französische Grand Prix beginnen kann. So schaut's aus. Die Wetterfrösche. Ja, die Wetterfrösche sagen gutes Wetter voraus. Ah! Die Bikes sind an ihren Plätzen in. Ja, sind sie, aber sorry, Freunde. Ich wollte mir hinten wieder sicherheitshalber den Medium aufziehen. Das ist, glaube ich, nie ein Fehler. Und dann das Ganze natürlich gleich bei mir hier dokumentieren. So, Moment. Wo ist mein schlaues Buch? Argentinien auf schwer und hinten einen harten Reifen. Zumindest beim, wenn wir das zuschreiben, 100% Rennen war das. Texas Real, genau. So, ist schon notiert, passt. Und los geht's, Freunde. Marquez Lorenzo. Iannone schon einmal Dritter vor Rossi. Geil und Tovi nur Sechster. Iannone hot, Freunde. Mal schauen, wie er über dieses, über die Distanz kommt. Wir hier neben Crutchler, unser Teamkollegen, und Pedrosa. Leider schwach wie immer. Ja, hätte können beim letzten Rennen wirklich gut abschneiden, auch gegen Marquez, und dann stürzt er selber über dieselbe. Über dieselbe Welle, so erste Runde immer sehr gefährlich. Ich bin schon voll in die Eisen. Oh, zum Glück ist das gut gegangen. Irgendwie sind in der ersten Kurve meine Bremsen immer noch kalt, ich weiß nicht. So, mal auf standardmäßig hier auf 7 hinter den ganzen Top-Piloten. Tobi. Sorry, Tobi. Iannone, aktuell sogar Erster hier. Marquez mit Problemen in der Startphase. Vinales mit seiner Suzuki. Wäre geil, wenn er da mitfahren könnte vorne. Oh, Marquez da innen. Räuber da über die Ding. Und Tovi kann uns kontern. Ja, wie ist es in Argentinien beim 100% Training ergangen mit der Ducati von Redding? Warum zum Teufel? Ich bremse vor dem. Das gibt's ja nicht, ich bin ja gerade gefahren. Ich bremse vor dem Ding und vor dem Curb. Vor meinem Bremspunkt und trotzdem geht's zu weit. Hm. Sehr eigenartig. Irgendwie will man einen so den Bock drin, oder? Naja. Ja, ist alles live und ungeschnitten bei mir. Bei mir gibt es kein Rausschneiden, was sonst viele machen und so. Oder neu starten. Da seht ihr alles live. Pedrosa. Ja, ich weiß. Hier, das ist immer wieder so ein bisschen langsamer werden. Jawohl, dann passt es wieder.
Ich bin da ihm jedes Mal zu schnell in der Schikane. Bis ich dann irgendwann einmal... raffe, wie es wirklich geht. Hinterreifen sogar orange. Ja, Pedrosa hinten mit Problemen. Jo, da müssen wir... Oh! Ich wollte noch sagen, früher bremsen, aber das kann... Jetzt, wenn ich früher bremse, fährt er mal hinten drauf und wenn ich einen Ticken später bremse, fahre ich den vor mir drauf, oder wie? Verstehe ich nicht ganz. Einfach hat er noch in der ersten Runde da irgendwie ein bisschen früher gebremst. Oder keine Ahnung. So, generell vom KI-Speed her könnte man hier durchaus auch ein 100% Rennen, glaube ich, fahren. Das wäre rein KI-technisch hier durchaus möglich. Und jetzt müssen wir mal halt... Eieiei, heute ist nicht mehr Tag, sehe ich schon. Und hier bin ich also absolut noch nie rausgefahren, muss ich auch zugeben. So, aber jetzt... Bernie, Klappe halten, Rennen fahren. Smith vorbeilassen, naja. Fährt mal der wieder hinten rein. Boah, der kommt da über der Wiese bei Drosa fast daher. Was ist denn los, Limo? Bin ich zu langsam, oder wie? Bin ich zu langsam, sind sie zu schnell, oder was? Ja, gibt's ja nicht. Ja, hier in der Ecke eigentlich habe ich früher immer meine Zeit gut gemacht. Das geht anscheinend ja auch nicht mehr. Da ist natürlich ein bisschen ein Problem. Egal, schauen wir es uns mal in Ruhe an. Okay, achso, das ist der Windschatten, was die haben. So, jetzt haben wir endlich das Eck hier auch drauf. Ja, das muss sitzen, die ganze Runde, wenn man da ein bisschen irgendwo mitfahren will. Ich glaube, Smith Petrucci, da muss ich mich ein bisschen orientieren an den zwei Netz. Ganz vorne, das war eine Nummer zu groß für mich. Hier und heute zumindest. Ja, jetzt sind wir ein bisschen besser reingekommen nach ein paar Runden, nach drei Runden. Ja, ein bisschen, ja, hier raus sind es ein bisschen schneller. Versuchen es mal, aber das ging leider nicht gut. Ah, versucht haben wir es mal. Als Probe. Oh, da kommen wir uns von hinten auch schon. Dann machen wir gleich zu. Na, ah, Redding! Hier meine 100% Maschine von Argentinien. Ei. Ich bremse eh schon in der Kurve. Wie viel früher soll ich noch bremsen?
Ja, Freunde. Ah, neuen Helm habe ich auch so nebenbei. Ob nicht das Design entweder Zarko oder Folger in die Richtung ungefähr so hat. Bilde ich mir jetzt ein. Jetzt ohne Sponsor natürlich, nur jetzt das den dunklen Helm mit dem Rot so vorne. Ich glaube, das hat irgendwer von den zweien. Muss ich mir nach dem Rennen gleich einmal anschauen, wo das oder wer das genau hat. Oder wie von beiden eigentlich die Helme ausschauen. Ah, Ducati Power, da kommen wir nicht mit anscheinend. Ja, die muss man einfach komplett defensiv fahren. Na, hinten Medium ist okay vom Reifen her, glaube ich, so wie wir den hier fordern auch. Ich hoffe, die zweite Hälfte kann ich euch jetzt ein halbwegs angenehmes Rennen hier präsentieren. War ja grauenvoll bis jetzt. Oh, die Reifen beide orange. Aufpassen beim Anbremsen. Ja, vorne geht er wieder runter. Ja, jetzt haben wir das auch halbwegs drauf. Ich weiß nicht, ob wir da mit der Repsol unterwegs sind, ob wir da viel besser unterwegs werden. Vielleicht ja maximal vor den beiden, aber schwer zu sagen. Na, dann könnte die Saison doch auch mit einer Spitzenmaschine durchaus interessant werden und nicht so ein Durchmarsch wie sonst oft. Ja, das wird noch interessant, Freunde. Das könnte noch interessant werden. Da drückt sie dann aber auch raus, das ist unfassbar. Ja, die hinter uns schlafen auch nicht, die sind auch noch immer gleich dran an uns. Pedrosa kommt schon wieder, hat sich jetzt wieder ein bisschen durchgesetzt. Ja, danke, ja, schuf ihn nur an hinten, danke, danke, dass ich den Anschluss nach vorne verliere. Jetzt überholen sie mich sogar in meiner Kurve. Ui! Voll am Gas, leicht übers Körb. So, wir müssen noch einmal aufmachen. Komm. Was waren noch harte letzte Runden? Ja, Gummi haben wir auf jeden Fall genug drauf.
Man könnte vielleicht... Na, warten wir mal ab, noch die letzten Runden. Wer dann wirklich ausschauen, endgültig der hintere Reifen. Ah, da wird er wieder vorne ein bisschen auf. Verdammt! Danke, Scott. Oh. Irgendwie ein geiler Grand Prix, aber irgendwie tue ich mir heute schwer. Ich weiß nicht warum. Mit ein paar Fehlern drin. Aber er ist sehr nice. Er ist sehr nice. Tendenziell bin ich eher zurückgefallen. Trotzdem könnte ich mir ein 100% Rennen hier vorstellen. Mit ein bisschen mehr Übung. Ja, das war jetzt auch ganz bescheiden da, innen Redding. Oh, Iannone fightet immer noch um P1 vorne mit seiner Ducati. Sensationell. Sensationell geil, Iannone. Ja, da sind wir leider weit weg von der Musik. Ja, Pedrosa. Gut, okay, der ist von hinten. Ja, der ist aber schneller. Sogar wie die zweite da vorne. Deswegen hat er uns natürlich auch angegriffen. Das hat mir aber leider ein bisschen einen Anschluss nach auf die beiden hier gekostet, leider. Ja, die sind schon meine Kragweite. Lorenzo aktuell dritter, haben wir gerade gesehen, hinten links. Boah, zum Glück getroffen. Dachte schon, ich bin schon wieder zu spät. Hat aber zum Glück funktioniert. Na gut, dann hätte ich doch hier die eine oder andere Runde mehr im Training gebraucht noch. Obwohl ich mir eigentlich relativ safe gefühlt habe. Ja, sind wir schon in der letzten Runde, ja, die drei da vorne, schade. P7 wäre möglich, mit ein bisschen weniger Fehler. Ja, Pedrosa kann auch nicht mehr vorbei anscheinend, hat er sich jetzt einmal umgedreht, ob ich hinter ihm bin. Ah, Petrucci ist es, Pedrosa ist schon vorne, na immerhin konnte er die da schlagen, aber ist natürlich auch zu wenig. Ach, sind auch erst jetzt über die Linie gefahren, oder so weit vorne sind die da gar nicht. Ah, schwieriger Grand Prix, leider ein paar Fehler, wo wir ein bisschen zurückspulen haben müssen. Zwei zu viel von meiner Seite aus. Lorenzo, au, Iannone knapp hinter Rossi, schade für ihn. Lorenzo mit der schnellsten Runde, Maverick, mit der Suzuki auf der 4, sehr geil, 0,6. Dran gewesen vorne, dran gewesen Maverick Vinales, also wenn er vorne mit dabei ist, hat er den Speed auch und wenn er im Windschatten und so mitfahren kann, glaube ich. Sehr geil, dann Tobi ein bisschen abgerissen, Marc Marquez auch enttäuschend auf der 6 nur. Dann Pedrosa, ja, hat von sich aus noch das Maximum wieder rausgeholt. Ja, Crutchlow wieder auf seiner 14. Position da hinten, wo immer zurückfällt, hinter allen, die da im Mittelfeld sind leider. Ja, da ist er schon ein bisschen, da ist er schon einen dicken zu schwach eingestuft, Karl Crutchlow, finde ich. Also, schade. Lass lieber einmal stürzen oder so. Aber gebt ihm dann den Speed. Naja,
Schade. Ja, Dovi hinter uns ganz knapp und Maverick hat einen riesen Satz gemacht, dann Pedrosa, ja, das sind so meine Gegner, glaube ich. Aber in die Top 10 sollte ich bleiben. P5 wäre natürlich extrem geil für mich, das ist aber auch so ziemliches Maximum. Ja, schauen wir mal, es wird sicher noch wieder eine oder andere Grand Prix kommen, wo wir auch gewinnen können, da können wir wieder gute Punkte machen. Ja, schade, ja, war ein geiler Grand Prix, man könnte mir durchaus einen längeren vorstellen, auch so ein 100er hier ist durchaus okay, muss ich mal gleich aufschreiben, wenn es dann in Le Mans auch sind, dass der auf jeden Fall funktioniert in Le Mans. Nur wie gesagt, bis mehr üben und da können wir durchaus einen Fahrer von vorne nehmen. Ob ich jetzt einen Originalfahrer nehme oder auch nicht, müssen wir schauen. Ja, vielleicht mit Dani mit seinem Motor, aber der ist so weit hinten ist immer, könnte man durchaus mit Dani in Le Mans, wenn es dann hier in echt fahren und wir ein 100% Rennen machen, könnte ich mir mit Dani Pedrosa durchaus vorstellen, dass wir da eine Runde drehen mit ihm. Ja, dann würde ich sagen, das war's. Herzlichen Dank. Nächstes Mal hier in Mugello. Ja, Mugello wäre sicher auch ganz geil. Wenn es zufällig passen sollte. Schreibt es mal rein, ob wir während der Saison auch einmal einen 100er fahren sollen. Oder wenn überhaupt, vielleicht ein 50%. Mehr kann man nicht einstellen. Oder beschränken wir uns für die 100% Rennen, wenn wir es am Rennwochenende quasi so einzelrennenmäßig fahren. Wenn ihr da eine Idee habt, Wünsche oder wie auch immer. Ansonsten fahre ich es einfach, ja, wie es mir gerade einfällt. Jo, das war's. P6, ja, in Jerez haben wir 5. Austin haben wir gewonnen. 18. In Termas de Rio Hondo, ja. Ach so, ja, weiß ich schon wieder. Da haben wir auf Real eingestellt gehabt. 5. in Quartar. Jo, dann freuen wir uns auf Mugello. Spannende Saison. Nicht so leicht. Wie in den vorigen Jahren, muss man sagen. Es ist schwieriger geworden. Gefällt mir ganz gut. Jo. Geil. Mir gefällt's. Trotzdem. Ja, zwar ein, zwei Fehler jetzt heute zu viel gemacht in Le Mans, aber ja, kann auch passieren. Gut, das war's. Danke. Bis dann. Ciao, ciao.